Die letzten Schlote in Fockerode im Landkreis Wittenberg sind gefallen. Pünktlich um 11 Uhr haben sich die Schornsteine des ehemaligen Gasturbinenkraftwerks zur Seite geneigt, beobachtet von zahlreichen Schaulustigen am Rande des großräumig abgeriegelten Sperrbereichs. Über 70 Anwohner hatten während der Sprengung ihre Häuser verlassen müssen. Die Landstraße nach Lörlitz war zeitweise gesperrt.